Wusstest du schon, dass du deinen Zyklus auch an der Haut erkennen kannst? Die Sexualhormone nehmen nämlich direkt Einfluss auf das Hautbild und das wird zyklusphasenabhängig sichtbar. Während der Menstruation sind die Blutspiegel der Hormone Östrogen und Progesteron sehr niedrig. Und das kann die Haut stumpf und trocken erscheinen lassen und sie ist anfälliger für Hautunreinheiten. Durch das Heranreifen einer Eizelle wird das Hormon Östrogen vermehrt produziert und hemmt die Produktion von Talg und unterdrückt dadurch die Bildung von Pickeln. Außerdem binden Östrogene Wasser in der Haut und das führt dazu, dass sie gerade um den Eisprung herum sehr frisch aussieht und diesen Glow bekommt, der insbesondere in der Kosmetikwelt gerade total im Trend ist. Nach dem Eisprung kommt es zwar zum Abfall von Östrogen, aber auch zum Anstieg des Hormons Progesteron und das hemmt den Abbau von Kollagen, was die Haut gesund und straff erscheinen lässt. Somit hat man also gerade in der zweiten und dritten Zykluswoche zunehmend schöne Haut. Kurz vor der Menstruation fällt dann auch noch der Progesteronspiegel und der Hautzyklus beginnt erneut mit niedrigen Hormonspiegeln und unreiner Haut. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und wenn du noch mehr über den Zyklus lernen möchtest, dann abonniere unsere Channel.